Auch Ich liebe das. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Aljoscha, ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich bin endlich wieder da. Ich hätte eigentlich schon ein Video raushauen müssen, hab das auch schon abgedreht. Es ist relativ lang geworden, es ist ausführlich geworden, es hat richtig viel Spaß gemacht. Johannes hat stundenlang daran gesessen und es geschnitten und dann hat YouTube es gesperrt. Bisschen ärgerlich. Ich versuche jetzt mit dem ZDF nochmal in Kontakt zu treten. Das hat damals bei dem Böhmermann-Video super funktioniert. Die waren total nett. Ich hoffe, toi toi toi, dass die mir antworten und dass die mir da helfen können und dass ihr das Video noch gucken könnt. Ich war ja krank. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber ich war krank und mir geht's wieder gut. Und ich bin so froh, dass es mir wieder gut geht, weil ich das wirklich hier vermisst habe. Ich habe das hier vermisst, ich habe euch vermisst. Ich habe aber auch einfach wieder Leben vermisst, um ehrlich zu sein. Es ist ja auch sehr viel passiert. Mein eigener Podcast ist rausgekommen. Out and About heißt der. Ich bin so dankbar, wie gut der bisher ankommt. Trotzdem ist es natürlich so, dass immer so eine Angst mitschwingt bei mir, so eine Versagensangst. Ich glaube, das liegt einfach daran, dass ich irgendwie von früh auf das so ein bisschen verinnerlicht habe, dass ich nicht gut genug bin oder dass es nie reicht oder keine Ahnung. Ich kann euch das nicht erklären. Es ist auf jeden Fall da, auch wenn die Dinge teilweise super sind, bin ich super skeptisch oder kann es vielleicht sogar gar nicht genießen. Ich habe auf jeden Fall sehr viele schöne Nachrichten bekommen, sowohl von queeren als auch nicht queeren Menschen und ich glaube, dass dieser Podcast es sehr gut schafft, für alle da zu sein, für nicht queere Menschen, die sich zurücklehnen können, ohne erhobenen Zeigefinger etwas zu lernen, die Perspektive zu bekommen, einen Wohlfühlort zu finden, dabei gleichzeitig was zu lernen, lustig, emotional, auffühlend, alles Mögliches mit dabei. Und jede Folge ist wirklich anders. Jede Person ist anders, jedes Coming-out ist anders. Es ist einfach wunderschön geworden. Genau, also für alle, die nicht wissen, worum es geht, es ist ein Deep Dive in Coming-out-Geschichten und die Menschen dahinter. Und es ist wirklich alles mit dabei. Von einer 71-jährigen lesbischen Frau, die beim ersten CSD in Berlin mit dabei war. Menschen, die HIV, Drogensucht, Sexsucht haben, über Transmenschen. Wir haben versucht, allen möglichen Menschen eine Bühne zu geben und ihnen erlaubt, ihre Geschichte zu erzählen. Ihr könnt es überall hören, wo es Podcasts gibt. Und ich weiß, dass ihr das von den Videos hier kennt. Ihr seid Profis darin. Das macht ihr meist ja schon 3 Minuten. Algorithmus grüßen, Johannes grüßen, Henry grüßen, mich grüßen, meine Ohrläppchen grüßen, beide bevorzugt, Nasenlöcher auch. Das ist beim Podcast natürlich genauso. Auf jeden Fall hören, bewerten, teilen, alles Mögliche. Freue ich mich total drüber. Jetzt zu dem Video heute. Das Wichtigste zuerst. Ich habe mir einen Kaffee geholt. Es ist ja schon relativ spät abends, aber das ist mir ehrlich gesagt egal. Ich hatte Bock auf Kaffee. Mit einem Cappuccino mit Hafermilch und Wasser habe ich mir auch geholt. Und ich muss jetzt nicht mehr trinken, muss ich euch nicht beweisen, dass ich Wasser trinke. Was ich damit sagen möchte, ist, holt euch ein Getränk eurer Wahl, warm, kalt, heiß. Holt euch was zu essen, lehnt euch zurück, es sei denn, ihr steht gerade. Ihr kennt das Spiel, macht euch eine schöne Zeit. Ich habe ein Video gefunden, was schon ein bisschen älter ist, aber der Titel hat mich sehr doll angesprochen. Wenn man Fleischfanatikern vegane Burger unterjubelt von Stern TV. Ist schon ein Weilchen alt, aber das soll uns ja nicht stören. Es soll ja vor allem darum gehen, dass wir heute ein bisschen Spaß haben, uns unterhalten. Und ich glaube, dafür ist das Video wahrscheinlich nicht perfekt. Es ist ein kurzweiliger Spaß. Eine letzte Sache sage ich euch jetzt nochmal, bevor wir anfangen. Und zwar, als ich krank war jetzt die 7 Tage, habe ich auch wieder gemerkt, wie belastend das ist. Dass ich die ganze Zeit gedacht habe, ich habe kein Video gepostet, ich schaffe das alles nicht und ich habe nicht vorproduziert. Ich möchte einfach nochmal sagen, dass ich auch glaube, dass auch ich oder Menschen online eine Vorbildfunktion einnehmen, indem sie auch mal sagen, ich setze mir jetzt Grenzen und es ist okay, dass ich jetzt mal 2 Wochen nichts produziere. Dieser Druck, den Social Media auslöst, ist ganz schön krass. Es hat leider Auswirkungen auf den Algorithmus oft. Es hat Auswirkungen darauf, wie schnell man wächst, am Ende natürlich auch auf die Einnahmen. Das heißt, es ist auch eine Frage, ob man sich das leisten kann, erlauben kann oder nicht. Nicht jeder kann sagen, ja, ich mache jetzt einfach mal 2 Monate Pause, wenn das eine Einnahmequelle ist. So, ich habe 7 Jahre im Krankenhaus gearbeitet und das hat auf jeden Fall Auswirkungen auf meine mentale Gesundheit gehabt. Aber interessanterweise hat es das jetzt auch immer noch, also der Job, den ich jetzt mache, hat es mindestens genauso, aber auf eine ganz andere Art und Weise. Ich konnte den Krankenhausjob irgendwie schnell hinter mir lassen. Bedeutet, wenn ich furchtbaren Dienst hatte, bin ich nach Hause gekommen. Vor allem in Nachtdiensten hatte ich immer ein bisschen zu knabbern. Wenn schlimme Sachen passiert sind, hat das natürlich auch mal ein paar Tage gedauert, aber prinzipiell war ich dann zu Hause und es war vorbei. Und dieses hier, also diese Social-Media-Welt ist oft allgegenwärtig und immer präsent. Und ich sehe das auch selber als konsumierende Person manchmal, dass ich merke, boah, manche Leute haben ihr ganzes Leben auf Social-Media, halten das alles fest. Das geht ja auch mit einem Druck einher, mit dem Gefühl, alles zeigen zu müssen. Man hat überhaupt kein eigenes Leben mehr, keine Privatsphäre mehr, kein Leben mehr ohne Handy in der Hand. Und ich glaube, das kommt auch viel daher, dass diese Plattformen so toxisch sind und einem das Druckgefühl vermitteln, das abliefern zu müssen und diese vermeintliche Bestätigung zu bekommen, die eigentlich keine wirkliche ist. Aber auch das kenne ich. Ja, ich wollte halt einfach nochmal kurz drüber reden, dass ihr die Perspektive auch nochmal gehört habt und dass ihr auch immer wisst, egal wie gut ihr denkt, dass es den Menschen da draußen geht, egal wie erfolgreich ihr denkt, dass die Menschen da draußen sind, was sie alles Krasses machen, trust me, wir alle haben Struggles, wir alle haben Unsicherheiten und wir alle leiden unter diesem System. Ihr leidet darunter, wir leiden darunter. Mein Vater hat früher immer gesagt, auch die Queen of England geht kacken. Das sollte damals
damals, glaube ich, einfach mir vermitteln, egal wie fancy Leute sind, die gehen alle auf Klo. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein guter Spruch ist oder nicht. Könnt ihr entscheiden. Schreibt es in die Kommentare. Vielleicht habt ihr einen besseren. Ich fange jetzt mit dem Video an. Let's go. Vegetarier oder Veganer? Das sind Idioten. Vegan geht gar nicht. Wenn Gott gewollt hätte, dann wären wir alle Kühe geworden. Das ist Quatsch. Hier bekommt... das fängt gut an. Wenn Gott gewollt hätte, dann wären wir alle Kühe geworden. Also, ich weiß ja nicht, ob du das letzte Mal gecheckt hast, was mit Kühen in dieser Welt so passiert, aber... denen geht's nicht so gut. Also ich weiß gar nicht, ob dieser Mensch gläubig ist oder nicht, ne? Aber ich frage mich ja sowieso, welcher gutartige Gott Tieren ein Nervensystem gegeben hat und die Möglichkeit zu fühlen, zu spüren und uns dann erlaubt, diese Tiere umzubringen, obwohl wir auch eine andere Möglichkeit haben. Und dasselbe letztlich auch mit Kriegen und mit Missbrauch und allen möglichen Dingen, die auf dieser Welt passieren. Irgendwie ist es weird, dass da einfach jemand die ganze Zeit zuguckt. Aber ja, I don't know. Hier bekommt das Bikerherz alles, was es begehrt. Heiße Kisten. Harte Gitarrenriff. Ich sag's euch ehrlich, Leute, diese Veranstaltung, ich weiß nicht, was das ist, löst in mir schon Beklemmungsgefühle aus und ich muss da nicht mal sein. Riffs, Bölkstoff bis zum Abwinken und ordentlich Futter für die Augen und für den Magen. Definiere toxische Männlichkeit, ohne auch nur einen Satz zu sagen. Das Motto dabei... Ich meinte das jetzt übrigens nicht abwerten, ne? Das ist ja nicht die Schuld der Menschen. Das ist halt einfach ein strukturelles Systemproblem, was wir haben. Aber das ist tatsächlich der Inbegriff toxischer Männlichkeit für mich. Alles, was tough und hart und krass ist, sich über vegan lebende Menschen lustig zu machen, über Empathie lustig zu machen. Das Absurde ist ja, ne? Ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Das passt ja nicht auch ganz gut zu dem Video. Wenn Leute sagen, vegan sei extrem oder übertrieben, dann möchte ich einmal gerne kurz uns vor Augen rufen, was vegan eigentlich bedeutet. Übersetzt bedeutet Veganismus ja Empathie mit allen fühlenden Lebewesen zu haben, also Mitgefühl, Rücksichtnahme. Wenn jetzt Leute sagen, dass es extrem sei, dann können wir das ja mal in Kontext setzen. Ich finde es total extrem, bei allen Tieren Rücksicht zu nehmen. Ich finde es super extrem und sehr radikal. Also ein bisschen Mitgefühl finde ich okay, aber zu viel Mitgefühl mit Tieren und Rücksichtnahme finde ich ehrlich gesagt ziemlich übertrieben. Also ich finde es okay, wenn du Rücksicht nimmst auf Tiere, aber ganz ehrlich, lass mich doch bitte einfach nicht Rücksicht auf Tiere nehmen. Also es ist irgendwie übersetzt, ne? Mir ist schon klar, dass es nicht so einfach ist, dass es keine bösen Absichten von Menschen sind, sondern dass wir in dieses böse System geboren werden, basically. Aber wir haben alle, die mir jetzt hier zugucken, haben die Wahl, relativ von jetzt auf gleich, so gut es geht und so umsetzbar wie möglich, vegan zu leben. Ich weiß, es gibt viele Hürden, viele Hindernisse im Kopf, Vorurteile, alles Mögliche. Aber guckt euch einfach mal dieses Bild hier zum Beispiel an. Überlegt euch mal, was wir gemacht haben, was wir mit fühlenden Lebewesen gemacht haben, die einfach existieren, die uns nie irgendwas getan haben. Selbst wenn sie uns was getan hätten, wäre das keine Rechtfertigung. Stellt euch mal vor, das, was da jetzt hängt, wäre ein Hund. Dann würde die halbe Welt durchdrehen. Nur weil wir sagen, das ist ein Schwein, sagt die Person davor, vegan ist bescheuert. Wenn Gott gewollt hätte, dann wären wir Kühe, was auch immer er da gesagt hat. Dieselbe Reaktion hätte er niemals gemacht bei Hunden. Was ist aber der Unterschied? Es ist einfach nur in unserem Kopf. Es ist einfach nur in unserem Kopf. Wir haben ein Tier zerstückelt, über einem Grill hängen und essen die Körperteile davon auf Brot. Obwohl wir Alternativen haben, obwohl wir es nicht müssen. Schon krass. Was halten Sie von veganem Essen? Nicht viel. Wie im Hintergrund Leute einfach so rufen, falls er es nicht weiß, nicht viel, ich auch. Das ist ein bisschen so dieses, man muss auch da nochmal extrem raushängen lassen, dass alle nicht viel davon halten, weil das so absurd und so bescheuert ist. Wir müssen mir denken, das Video ist jetzt auch nicht mehr komplett aktuell, aber trotzdem ist es ein Sinnbild für eine bestimmte Art von Menschen oder Männlichkeit vor allem, dass man im Hintergrund noch rufen muss, nicht viel, wir machen uns über Veganer lustig. Und ich denke mir so, warum machen wir uns über Veganer nochmal genau lustig? Was wollen die? Das Ding ist, wenn wir uns über Menschen lustig machen, die versuchen, etwas Gutes zu machen, dann müssen wir uns nicht mehr mit den Inhalten auseinandersetzen. Wir attackieren die Menschen, wir attackieren eine ganze Gruppe an Menschen, machen uns über sie lustig und damit lenken wir automatisch von den Inhalten ab, denn gegen die Inhalte kann niemand wirklich was sagen. Wir können uns über das Essen lustig machen, wir können uns über die Chemie in den Produkten, Chemiepumpe lustig machen, wobei das heutzutage auch nicht mehr funktioniert, aber das lenkt halt alles davon ab und das finde ich witzig. Ganz ehrlich. Vegan geht gar nicht. Wenn Gott gewollt hätte, dann wären wir alle Kühe geworden, das ist Quatsch. Vegetarier oder Veganer, das sind Idioten. Was ist denn das? Was habe ich denn davon? Da ist ja nichts drin, kenianisch. Was habe ich denn davon? Ja, es geht ja nicht um dich, Hammer. Kein Geschmack, kein nichts. Ja, das stimmt ja nicht. Veganer, Idioten?
Fleischloses Essen für Rockermägen und... Aber das zeigt uns auch nochmal sehr gut, dass Aufklärung fehlt, Bewusstsein fehlt. Also ich glaube natürlich, dass da, wie gesagt, viele andere Sachen auch hier noch mit reinspielen, dass die Leute denken, sie müssen sich irgendwie beweisen. Und ich glaube ehrlich gesagt, auf vielen Familienveranstaltungen und in Kreisen, die vielleicht kein YouTube haben, kein TikTok haben, kaum mit dem Thema zu tun haben. Ich zum Beispiel muss überlegen, als ich 25, 24, 23, so um den Dreh, ich weiß nicht mehr, in der Zeit habe ich mich ganz viel damit geschmückt, extrem viel Fleisch zu essen, weil ich immer gedacht habe, das ist super männlich. Ich war quasi die Person im Hintergrund, die geschrien hat, wer ist denn scheiße vegan? Das war ich. Das war ich vor ungefähr 10 Jahren. Ja, ein bisschen länger noch. Weil ich mich damit indirekt männlicher machen wollte, hat nicht gut funktioniert. Heute weiß ich, dass sich für Schwächere einsetzen, Empathie zeigen, sich in andere reinzuversetzen, ein Zeichen von Stärke ist und nicht ein Zeichen von Schwäche. Wenn wir nach dem klassischen Bild von stark und schwach gehen, dann ist es nicht wirklich stark zu sagen, ich vergreife mich an schwächeren, wehrlosen Lebewesen. Und das hat auch nichts mehr mit Jagen zu tun. Und das machen wir ja sowieso nicht mehr. Wir jagen die Aldi-Wurst bei Aldi an der Kasse. Ungenießbar? Mit einem Trick wollen wir das überprüfen. Pitt und Sebastian, zwei überzeugte Berliner Veganer, schummeln sich mit ihrem Foodtruck heimlich unter das fleischverrückte Festivalvolk. Ihr Angebot, knackige Burger, bestehend aus Sesambrötchen, frischem Salat, saftigen Tomaten. Ich bin ehrlich mit euch, die sehen nicht mehr so saftig aus, aber der Salat sah gut aus und ich muss auch sagen, ich habe gerade Hunger. Das ist nicht gut, das jetzt gerade zu gucken. Schmackhaften Soßen und diesen Bratlingen, hergestellt aus Weizen, Soja, schwarzen Bohnen, Haferflocken und 0% Fleisch. Ich bin nochmal ehrlich mit euch, die Bratlinge sehen richtig kacke aus. Ich weiß nicht, ob es inzwischen, also 100% gibt es bessere. Ich finde, die sehen aus wie so plattgetretene Schuhsohlen. Also es sieht einfach aus wie der hintere Teil, die Ferse, der hintere Teil von einem Schuh sieht das aus. Ich würde heutzutage sagen, einer der bisher immer noch besten ist für mich leider immer noch Beyond Meat. Ich finde das so krass, wenn ich den esse, denke ich jedes Mal, ich kann das nur noch in veganen Restaurants essen, sonst würde ich denken, die haben mir das irgendwie untergejubelt. Das ist Fleisch. Doch das sagen wir keinem. Die ersten Kunden, Rockervater und Rockersohn. Bitte sehr, lass dir schmecken, ja? Merken die beiden etwas? Sehr gut. Intensiver Geschmack. Schmeckt noch richtig gut. Und muss ich mir eigentlich direkt einen reinholen noch. Das Ding an der Sache ist ja auch einfach, das ist ja auch das Witzige, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich esse ein pures Schnitzel, ne? Ich glaube, das ist nochmal schwieriger, weil da ist dann wirklich nur das Fleisch. Aber bei Döner, bei Burger, bei Wraps, bei, keine Ahnung, Hackfleisch im Sinne von irgendwie Bolognese oder so, da kann mir kein Mensch ernsthaft sagen, dass man das wirklich merkt, vor allem, wenn man es nicht weiß. Weil da ist so viel Soße und so viel Würze und das ist das, was es eigentlich ausmacht. Und auch hier, die Patties sahen nicht sonderlich geil aus, finde ich. Insofern ja, mein Motto heute ist, Leute da draußen, wenn ihr nicht vegan seid, probiert es einfach. Es ist wirklich einfacher und ihr macht es für die Tiere. Und ich habe unter jedem meiner Videos die Doku Dominion verlinkt, die sich einfach lohnt zu gucken. So, die lohnt sich. Ich weiß noch, als ich gerade vegan geworden bin, ne, und ich durch die Supermärkte, ich würde schon fast sagen, ich bin gesprungen. Wisst ihr, so dieses... So bin ich durch die Supermärkte, weil ich einfach so happy war. Weil ich so dachte, geil, ich lebe jetzt vegan. Nee, das habe ich nicht gedacht. Ich habe gedacht, wie cool es ist, Lebensmittel neu zu entdecken, für die nicht direkt ein Tier sterben muss. In der Produktion können auch Tiere sterben, aber ihr wisst, wie ich das meine. Wir klären die beiden auf. Ja, würde ich gerne einen von Ihnen einmal bitten, die Kiste hochzuheben, um nachzuschauen, aus was... der Burger auf ihrem Brötchen besteht. Plot-Twist. Geil wäre auch, wenn sie jetzt darunter ein Bild von einem Golden Retriever oder so gemacht hätten oder von einem Dackel oder irgendwie sowas. Hätte ich auch gerne Reaktion von gehabt. Mach ich mal. Echt jetzt? Kein Fleisch, nichts? Das sieht gesund aus. Echt jetzt? Ja, weiß ich jetzt nicht, ob der Burger gesund war. Hab ich jetzt wirklich nicht rausgeschmeckt. Ich dachte, das wäre wirklich das Fleisch oder so. Also, boah. Also gibt es jetzt vielleicht auf ihrem Speiseplan öfter was Veganes? Würde ich denken, ja. Übrigens hat der Kollege hier rechts auch irgendwie gesagt, was habe ich denn davon? Ne? So nach dem Motto, nützt mir doch gar nichts, was habe ich denn davon? Was soll ich das machen? Ja, du machst das ja für die Tiere. Ich glaube aber auch, dass dieser egoistische Instinkt, den Menschen ja durchaus haben, vor allem daher rührt, dass wir das nicht sehen. Wenn auf diesem Festival jemand wäre, der anfangen würde, einen Hund zu schlagen oder ein Schwein zu schlagen oder eine Kuh zu schlagen, jeder würde sofort dahin rennen und sagen, hör auf mit der Scheiße. Und jetzt packen wir eine Kuh, ein Schwein, einen Huhn in einen Riesenhof, machen Wände davor und zahlen Leute dafür, dass sie das machen. Und dann ist es auf einmal nicht nur okay, sondern er wird
erwünscht. Das liegt aber auch einfach daran, dass wir das ausblenden können. Wir sind so Könige der Ignoranz, vor allem, wenn es uns selbst dient. Der größte Feind dieses Systems ist unser Bewusstsein, Leute. Wenn wir es schaffen, Bewusstsein für diese Themen zu schaffen, Menschen aufzuklären. Und das Ding ist, ich weiß, es ist manchmal unbequem, ich weiß, es nervt, ich weiß, am liebsten wäre uns allen, wenn wir das immer nur mit Zuckerwatte ummantelt und küssend und sagen wir, nee, alles cool und mach, wie du willst. Aber Aktivismus funktioniert nicht immer nur liebevoll. Es geht um soziale Gerechtigkeit. Das heißt, wir sind darauf angewiesen, dass es ein bisschen unbequem ist. Wir sind darauf angewiesen, dass wir aus unserer Komfortzone rauskommen. Und ihr müsst euch mal überlegen, je größer die Schritte, die wir machen müssen, um aus unserer Komfortzone rauszutreten, desto unangenehmer ist es für uns. Und deswegen ist es ja beim Thema Rassismus, beim Thema Queerfeindlichkeit so, also spuck mal bitte keine queeren Menschen auf der Straße an. Okay, schränkt mich nicht sonderlich im Leben ein. Okay, benutzt mal bitte die Pronomen und packt die mal in die Insta-Bio. Ja, Moment mal ganz kurz. Also das finde ich jetzt aber auch übertrieben. Ah, seht ihr, da ist der Schritt schon wieder deutlich größer, weil man selbst etwas ändern muss. Jetzt gender mal. Nee, also gendern, ich lasse mir nichts aufzwingen. Ah, okay, da ist der Schritt auch nochmal ein Ticken größer, weil er ist Eingriff in die eigene Sprache, die einem selber ja gehört und sich ja nie ändert. Dann gehen wir mal zum Thema Veganismus. Und das ist einfach so unbequem und deswegen ist es auch so ein natürlicher Instinkt, das runterzuspielen, weil es bedeuten würde, dass wir nicht im Einklang mit unseren eigenen Werten leben. Und das tun die meisten Menschen nicht, weil wir wollen das nicht. Die meisten Menschen haben Veganismus eigentlich verstanden, weil es bedeutet, wir müssen unser Essverhalten komplett ändern. Das ist eine Umstellung. Uns fehlen Informationen. Was ist mit Supplements? Was ist mit Lederprodukten? Was ist mit Haustieren? Kann ich die auch vegan ernähren? Was ist, wenn ich denn jetzt noch irgendwie Sachen habe? Was ist, wenn ich aus Versehen Käse bekomme im Supermarkt? Es kommen sehr, sehr viele Fragen auf und erlaubt euch da zumindest diese Unsicherheit, macht daraus nicht eine, ja nee, dann lieber gar nicht Reaktion, lieber Kopf in den Sand stecken. Das ist okay, dass man verunsichert ist. Es ist okay, dass man Fragen hat. Setzt euch mit diesen Fragen auseinander, nutzt das. Es geht am Ende um unschuldige Lebewesen. Ich glaube, wir werden irgendwann wirklich zurückgucken und uns schämen, das tun wir jetzt, glaube ich, auch schon, für das, was wir mit diesen Lebewesen und diesem Planeten gemacht haben. Enrico ist der Nächste, der herzhaft in unseren Burger beißt. Erster Eindruck? Ja, sehr gut. Sehr geschmackvoll. Alles gut. Enrico, du hast ja noch Mayo an der rechten Oberlippe. Als der Burger komplett verputzt ist, fragen wir noch einmal genauer nach. Wie hat das Fleisch geschmeckt? Fleisch war gut. So wie es eigentlich sein soll. Von der Konsistenz her super. Alles wie ihr habt. Schmack gut. Alles gut. Auch Enrico. Ich liebe das. Fleisch war super. Also ich liebe das, aber auch ganz schön gerieft, dass die vorher nochmal extra gesagt haben, also extra nochmal gefragt haben, was sie von Veganern halten und so, ne? Und dann ist das jetzt schon irgendwie auch ein bisschen unangenehm. Aber an sich ist es auch cool, weil sie zeigen jetzt ja auf, hey, es gibt diese Alternativen, die super ähnlich schmecken. Ich sag jetzt aber was Verrücktes. Es geht ja vor allem darum, Mitgefühl zu zeigen. Es geht ja nicht um unsere Geschmacksknospen. Es ist cool, wenn wir die Geschmacksknospen, also die Geschmäcker, die wir uns gewöhnt haben, 1:1 oder fast 1:1 imitieren können. Aber in einer Welt, in der wir die Wahl haben, deutlich weniger Gewalt auszuüben, sollten wir das doch immer wählen, unabhängig von den eigenen 5 Minuten Bedürfnissen, die wir damit füllen, diese Lücke, die wir versuchen zu füllen. Und die Unbequemlichkeit, überhaupt einen Schritt machen zu wollen, habe ich früher 1:1 genau so empfunden. Ich hatte gar keinen Bock. Ich hatte keinen Bock, ich hatte keine Lust. Das ist dasselbe, nur anderes Wort. Aber egal, ihr wisst, was ich meine. Ich hatte keine Lust und kann das sehr gut nachempfinden. Und ich versetze mich auch immer wieder zurück in die Zeit, bevor ich vegan geworden bin. Und mir jetzt denke ich mir die ganze Zeit so, mein Gott, warum habe ich diese Videos nicht schon viel früher geguckt? Warum habe ich nicht schon viel früher damit angefangen? Weil es ist die beste Entscheidung meines Lebens gewesen. So zeigen wir, was er gerade gegessen hat. Was? Ich habe Nick aber erstaunt. Das gibt's ja gar nicht. Der ganze Burger war komplett ohne Tierprodukte. Da war kein Milch, kein Ei, kein Fleisch, gar nichts drin. Gibt's ja gar nicht. Ja. Doch, bei Roller. Ja, echt erstaunt. Wenn ich Ihnen vorher gesagt hätte, dass der Burger komplett vegan ist, was hätten Sie dann gemacht? Wahrscheinlich gar nicht gekostet, ne? Und weil viele so... Exactly. Das ist der Punkt. Es ist so absurd, dass man sich da so querstellt von vornherein, ne? Ich möchte auch nochmal ganz kurz einmal sagen, ich habe anfangs kurz angesprochen, diese Veranstaltung, ich bin mir sicher, dass Menschen, die da sind, nicht alle irgendwie aggressive Arschlöcher sind, die mich verprügelt hätten, ne? Weil ich gesagt habe, dass ich Angst hätte, da hinzugehen, weil das der Inbegriff toxischer Männlichkeit ist. Ich möchte diesen Menschen das alles gar nicht jetzt irgendwie unterstellen, sondern es geht einfach nur darum, allein das, was ich da sehe, löst in mir Beklemmung aus. Wirklich. Bier trinken, Lärm, laut, Fleisch essen,
all diese Sachen, dieses Bild von vermeintlich tougher Männlichkeit löst in mir einfach Beklemmungen aus, weil das irgendwie immer so ein bisschen das ist, worunter ich gelitten habe. Oder ja, weil ich immer Angst hatte, dieses Bild nicht zu erfüllen und meine eigene Männlichkeit davon abhängig gemacht habe, aber eben auch basierend auf diesen Dingen gemobbt wurde oder diskriminiert wurde. Ja, ich wollte es einfach nochmal kurz erklären. So denken steht auf dem Foodtruck von Sebastian und Pitt, mit dem sie seit über einem Jahr unterwegs sind, auch gar nicht, dass ihre Burger fleischlos sind. Die Strategie dahinter? Ich werde einfach leckeres Essen anbieten und dann, wenn überhaupt, nachher drüber reden. Weil die Leute denken immer, sie bräuchten unbedingt Fleisch. Und ja, wenn man erstmal die Idee gar nicht aufkommen lässt, dann hat man das Problem gar nicht, dass man Fleisch vermisst. Mit Geschmack. Guter Mann. Und Qualität überzeugen statt missionieren. Der Trick funktioniert. Ja, damit habe ich jetzt ja wieder ein Problem, ne? Also, was heißt damit, habe ich ein Problem? Stimmt jetzt auch nicht. Ein Problem habe ich damit nicht. Aber ich mag das Wort missionieren nicht. Ich mag das Wort nicht und ich mag das auch nicht in dem Zusammenhang. Weil Aktivismus hat nichts mit Missionieren zu tun. Zumindest nicht so, wie wir das Wort benutzen. Weil es ist ja oft abwertend gemeint. Ja, die missionieren ja so rum, die vegan lebenden Menschen. Die wollen einem ihre Meinung aufzwingen. Und nee, das hat nichts mit Meinung zu tun. Und niemand möchte irgendjemand was aufzwingen. Wir möchten, dass Menschen aufhören, Tieren den Tod aufzuzwingen. Und nicht nur den Tod, sondern auch die Hölle auf Erden vorher. Das Leben ist ja eigentlich die Hölle auf Erden. Der Tod bei den Tieren in der Tierhaltung ist... Okay, Henry, so, ich pups erstmal. Okay. Also Henry geht's auf jeden Fall gut. Ja, genau. Also wir missionieren nicht. Wir weisen auf Gewalt hin. Wir versuchen nett zu sein. Wir versuchen Tieren ein schöneres Leben zu machen und am Ende quasi diese kognitive Dissonanz, also dieses nicht im Einklang mit den eigenen Werten zu leben, anderen Menschen auch aufzuzeigen. Das bedeutet nicht, dass man der bessere Mensch ist. Es bedeutet einfach nur, dass man hinter den Vorhang eines kaputten Systems geguckt hat und das verstanden hat, dass es noch viele andere kaputte Systeme gibt. Sei mal dahingestellt. Wir haben ja schon zur Genüge gesehen, dass Menschen, die vegan leben, nicht automatisch bessere Menschen sind. Dass es kein Freifahrtschein ist, irgendwie automatisch ein guter, netter Mensch zu sein, egal wie laut man brüllt und egal was man für Plakate raushaut und wie sehr man andere Leute auf Twitch beleidigt oder wie kindisch ignorant man sich verhält. Vegan leben bedeutet nicht, dass man gewaltfrei lebt. Man kann in der Sprache gewaltvoll sein, man kann in den Handlungen und in dem, was man promotet, gewaltvoll sein. Und es gibt, wie gesagt, noch andere Formen der Gewalt, außer gegen nichtmenschliche Tiere. Denn guess what, wir sind übrigens auch Tiere. Funktioniert auch in Jüterbog prächtig. Die Nachfrage an unserem Foodtruck ist groß und die Burger kommen an. Der ist ja wirklich lecker. Prima, habt ihr fein gemacht. Habt ihr fein gemacht, hör mal. Lecker. Schmeckt das schön. Die Biker sind begeistert von dem eigentlich so verhassten Veggie-Gericht. Lecker. Das ist der beste Burger hier auf dem Platz. Hör mal, krass. Das ist ja crazy. Der beste Burger auf dem Platz. Gibt's den noch? Jetzt hab ich aber auch Hunger auf Burger. Auch dieses Paar beißt herzhaft zu. Darf ich Sie dann einmal ganz direkt fragen, wie es Ihnen schmeckt? Super. Und Ihnen? Sehr lecker. Und auch bei diesen beiden ist die Überraschung groß. Sie haben einen veganen Burger gegessen. Muss ich ehrlich zugeben, habe ich es nicht gemerkt. Ich habe schon einiges an Sojaprodukten gegessen, also das ist... Nicht so das Ding. Also bei diesem muss ich ehrlich sagen, also da... Ich frage mich ja ernsthaft, ne, wenn die Leute sagen, ich habe schon einiges an Sojaprodukte gegessen. Meinen die, die haben einmal in rohen Tofu reingebissen und das wieder ausgespuckt, weil sie gemerkt haben, es schmeckt ja nach gar nichts, weil Tofu ist so geil. Bei Tofu ist das Wichtigste, wie man es zubereitet. Ich meine, Tofu schmeckt ja quasi nach nix. So, außer Räuchertofu und die mit, keine Ahnung, den Geschmack halt beigefügt wird im Sinne von Pesto und Grün und Basilikum, was weiß ich, was alles drin ist. Aber wenn Leute mal sagen, ja, diese ganze Pampe und das kannst du alles nicht essen, dann denke ich mir so, ey, inzwischen sind die Regale bei Edeka teilweise so groß, da ist mehr als Fleisch weiß ich jetzt nicht, aber es ist auf jeden Fall unfassbar viel. Unfassbar viel. Und ich glaube, ganz viele haben einfach keinen Bock, das zu probieren. Was man auch sagen muss, und das ist eine Kritik, dass es natürlich deutlich teurer ist, oft, und das ist auf jeden Fall ein Fehler im System. Daran seht ihr übrigens auch, dass dieses kapitalistische System einfach destruktiv ist und dass diese Firmen oft einen darauf geben, wie es den Tieren geht, sondern Profit machen wollen. Weil wenn diese Firmen ernsthaftes Interesse daran hätten oder der Staat, dann würden die es möglich machen, diese Produktion günstiger zu machen. Denn die Produktion an sich ist günstiger. Meist bestehen die Produkte aus sehr günstigen Zutaten wie Soja oder Erbsenprotein. Dazu kommt Rapsöl, was unfassbar günstig ist und ein paar Gewürze. That's it. Es ist extrem günstig. Vor allem, wenn man das höher skaliert, wie inzwischen ja auch viel, viel mehr produziert. Und das kommt ja meist von Firmen, die selber schon Tiere schlachten. Diese Firmen haben dann quasi einen großen Bereich, wo sie Tiere schlachten und einen neuen Bereich, der immer mehr wächst,
wo sie keine Tiere schlachten, sondern vegane Produkte für mehr verkaufen, obwohl sie weniger Kosten haben und deswegen auch hiermit sogar mehr Umsatz machen, obwohl hier die Umdrehung, also die Zahl an Tieren, die getötet werden, viel, viel größer ist. Und daran seht ihr ja, denen ist das egal. Die könnten ja theoretisch sagen, das hier ist viel günstiger, wir machen das auch für euch günstiger, weil wir wollen Veganismus fördern. Nee, wir wollen vor allem unsere Taschen füllen. Und da ist natürlich, muss ich auch sagen, der Staat in Teilen schuld dran, weil es fehlt Transparenz und es fehlt vor allem auch die Unterstützung pflanzlicher Alternativen. Es fehlt die Unterstützung, was Tierwohl angeht, die Transparenz, was Tierwohl angeht, was überhaupt hinter den Kulissen passiert, die Motivation für Menschen, gesünder zu leben, aber auch bewusster zu leben, was das Thema Tierleid angeht, was auch Bio-Labels angeht, ganz ehrlich, da wird so viel gepusht und die Tatsache, dass wir überhaupt ein Bio-Label oder irgendein Demeter-Label oder sonst irgendwas auf ein Lebewesen klatschen, was am Ende zerstückelt auf unserem Teller liegt, ist schon echt absurd. Ich meine, stellt euch das mal vor, ich habe hier einen Schenkel von Henry auf Dings liegen und er sagt dann einfach, ja, ist Demeter, dem ging es richtig gut. Da würde keiner sagen, Gott sei Dank, immerhin besser, als wenn er ein Scheißleben hatte. Ja, das stimmt. Es ist auf jeden Fall besser, wenn er ein cooles Leben hatte und ich ihn dann umbringe, als wenn er ein Scheißleben hatte und ich ihn dann umbringe. Aber es ist halt am Ende immer noch beides extrem scheiße. Also es ist halt so Level 100 Scheiße und Level 99 Scheiße. Wisst ihr, was ich meine? Vor allem, wenn wir es nicht müssen. So, aber jetzt höre ich mal auf. Ich will gucken. Ja. Wie geht's euch eigentlich? Geht's euch gut? Ja? Schreibt es gerne in die Kommentare, wie es euch geht. Und sich. Mir geht's gut. Nach 4 Stunden haben wir 100 Burger verkauft. Gemerkt, dass wir ihnen fleischlose Kost untergejubelt haben, haben nur 7 Kunden. Und sind sie jetzt enttäuscht von uns? Sollen wir ihnen das Geld zurückgeben? Nein, warum? Wenn das so schmeckt wie diese Geschichte, ist das eine Alternative. Also da könnte ich doch noch mal was von essen. Wenn ich Ihnen jetzt sage, was ich beruflich mache, ich bin Fleischer. Ah. Ach ja. Ja, ihr lieben Leute, das war heute ein bisschen kürzer, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem Spaß gemacht. Und gerade weil es ein kürzeres Video ist, ist der Algorithmus manchmal ein kleines Arschgesicht. Deswegen, wie immer, freue ich mich über ein Like, über Grüße an den Algorithmus, an Henry, an mich, an den trockenen Blumenstrauß, an meine Ohrläppchen, Nasenlöcher, Zähne, Unterschenkel, Fersen, Finger, was auch immer ihr grüßen wollt. Ganz im Ernst, vielen, vielen Dank nochmal an euch da draußen, dass ihr so eine tolle, treue, liebevolle, unterstützende Community seid. Ich bin da wirklich sehr, sehr dankbar. Ich sehe das immer wieder in den Kommentaren, wenn ich ein Video poste, aber auch, wenn ich euch Updates gebe, wie es mir gerade geht und so. Vielen, vielen Dank nochmal dafür. Ich bin wirklich, 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 wirklich dankbar und glücklich, dass ich auch in so kurzer Zeit diesen Kanal, gibt es noch nicht mal seit einem Jahr, so viele neue Leute dazu bekommen habe. Und mir macht es wirklich, wirklich Spaß und ich hoffe, ich darf das noch weitermachen und euch weiter aufklären. Ihr dürft auch immer mir gerne, wenn ihr wollt, Videoempfehlungen schicken, auf die ich reagieren soll oder Themen, auf die ihr Lust habt und ich versuche mich dem anzunehmen. Schicke euch eine Konsensumarmung und freue mich, von euch zu hören, lesen, schreiben, wie auch immer.